Monat 5 bei Soulbox im Bett. 8.500 Euro. Gucci, das Looney Tunes Sweater. Der ist richtig geil. 1.250. Wow. Wie viel kostet was? 45 habe ich. 45.000. Was geht, Leute? Mein Name ist Mann. Willkommen zu meinem neuen Video. Leute, ich bin heute mal nicht in Hamburg, auch nicht in Köln, auch nicht in Berlin. Ich bin in Düsseldorf unterwegs und ich bin nicht irgendwie auf der Straße oder so. Ich bin auf einer Messe und zwar auf der Hypercon. Und ich befrage die Leute, wie viel ist das? Das unterhaltsamste Format auf ganz YouTube. Okay, Jungs. Bis ein YouTuber. Yo, wie heißt du? Cedric. Cedric, cooles Outfit. Danke. Hau mal raus, was sind das für Schuhe? Jordan 1 Game Royal, 220 auf Kleiderkreisel. Fresher Schuh, sind geil. Deine Jeans oder ist das? Nee, erstmal nochmal Gucci Socken. Oh, Gucci, Gucci Socken. Gleich noch Gucci Slides bei Gucci kaufen gehen. Okay, dann, läuft bei dir? Peso Gang Hose von Justin. Okay, läuft. Qualität ist auf jeden Fall mies, 90. 90. Socken 100. Versace Unterhose. Oh, was ist los bei ihm? Digga, was ist das? Hau mal einmal, dreht sich deine Unterhose. 40 Euro. 40 Euro Versace Socken. Dann das Shirt Retail 60. The Supreme. Ja, Hell on Earth Tee. Bay Pullover 405 bei Soulbox in Berlin. Okay. Extra hingefahren. Cappy Icon D-Squirt 120. Dein Ranzen noch? Bickenberg 140. Und Uhr Serratina 1000. 1000 Euro, wow. Ja. Hast du noch irgendwas an? Nö. Hier der Endbefrage, Leute. Ganz krass. Und Airpods. Airpods. 180 kosten die? Ja. Läuft. Krasses Outfit, ich feier deinen Pullover, richtig. Sieht geil aus. Arbeitest du irgendwas oder wie leicht kannst du das leisten? Geburtstag und ja, Resell. Sponsoren bei seinen Eltern auf jeden Fall. Okay, Mann, danke dir. Willst du noch was zu den Kamera sagen? Nee, das war's. Yo, wie heißt du? Connor. 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 Was ist das für ein Pullover? Raf Simmons. Raf Simmons, okay. Ja, Mann. Warum hast du. Also, dieser Schnitt sieht ein bisschen weiblich aus, sag ich mal. Ja, normal. Warum? Ich finde das toll. Okay. Ja. Was bezahlt man für sowas? 750 Euro. 750 Euro, wow. Wow. Okay, ja, dein T-Shirt. 3 Euro gilden. 3 Euro gilden, muss sein. Dein. Louis Vuitton. 750. 750, okay. Deine Jeans? 15 Euro Levi's aus dem Vintage Store. Okay, und deine Schuhe sind von. Jetzt sag's. Warte. Wer ist diese Marke? Sag. Rick Owens. Ja, Rick Owens. Was kostet? Ja, Mann, 450. 450, okay, cool. Ja, Mann. Ja, also den Pullover werde ich niemals tragen, aber so. So ist das. Es sieht nicht so kacke aus. Danke. Es sieht nicht so kacke aus. Danke, Mann. Willst du was zur Kamera sagen? Nee, Digga, alles gut. Okay, Mann. Korrekt, danke. Was geht, Bro? Was geht bei dir so? Also auch nicht. Wir sind hier auf der Hypercon und der Bro wurde gerade von meinem Bro rausgezogen, weil er ein geiles Outfit hat. Ich feiere dein Pullover richtig krass. Ey, das ist geil, Mann. Hau mal von unten raus. Was sind das Schuhe, für Sneaker? Nike, TNS, keine Ahnung. 140 ungefähr. Okay. Socken 5 Euro Champion, Standard. Hose von Ralph Lauren. Hier. Kostet irgendwie, glaube ich, 110. Dann auch hier mein Gucci, das Looney Tunes Sweater. Der ist richtig geil. 1250. Wow! 1250! Genau, also hier nochmal meine Taylor & Sons, Denim Jackets, 100. 100. Snipes. Hier mein Wallet, 110. Jetzt kommt noch eine Überraschung. Ein Louis Rucksack. Was kostet das? 980. 980, wow. Das war's? Hast du noch was an? Ja, also noch eine Rolex. Eine Rolex? Submarina. Jeez. Eine Submarina. 8000 Euro. Und ja. Krass. Also, dein Outfit richtig geil. Hier der Endbetrag. Leute, Gucci Pullover, wie findet ihr den? Schreibt es in die Kommentare. Ich feiere den richtig. So, der Preis ist so eine Sache so. Und wenn ich glaube, ich würde einen Herzinfarkt kriegen. wie kauft man sich sowas? Also, wie groß? Du musst ja ganz schön ganz große Cajones haben, um sowas zu kaufen. Also, es ist halt so, es kommt halt auch von der Familie. Und okay. Halt zum Geburtstag, halt Weihnachten, Silvester. Also du arbeitest nichts, du kriegst das gesponsert von deinen Eltern? Ich mache auch hier, also ich zähle auch Sachen, also ich verkaufe auch Sachen. Okay. Darum bin ich auch eher auf der Hypercon und Okay. Nochmal viel Glück. Möchtest du noch was in die Kamera sagen? Ja, also ich grüße auf jeden Fall meine komplette Klasse. Ich grüße Julien, Dominik, Leon, Nelly, Emanuel, meine Eltern und mein Bruder Metin. Grüße gehen raus an Metin. Wie
heißt du? Julio. Coole Brille, Mann. Dankeschön. Geil. Digga, hau mal raus. Digga, Leute, ich bin mir sicher, der haut jetzt einen richtig krassen Preis raus. Ja, dein T-Shirt? 280. 280, okay. Deine Jeans? 60 Euro. Deine Schuhe? Resale wert um die 1000, ja. 1000 Euro. Das sind Off-White Prestos. Und ja, deine Rolex? 8500. 8500 Euro. Wie kann man sich sowas leisten, wenn man, wie alt bist du? 15. Wie kann man sich sowas leisten, wenn man 15 ist? Das würde mich interessieren. Der Mann macht's möglich. Der Papa. Ich kann ja auch kurz reinkommen. Nee, auch nicht. Ja. Also, was machst du denn dafür, dass du so eine Uhr von deinem Vater bekommst? Mein Vater hat einen Betrieb, da helfe ich, arbeite. Ja. Läuft gut. Wie ist Schule und so alles? Alles perfekt. Alles perfekt. Leute, bei ihm läuft. Gymnasium, Einserschnitt. Einserschnitt, stimmt das, Papa? Super, Mann. Okay. Willst du jemanden grüßen? Ich grüße Sneakerfieber. Junge, du musst deinen Papa grüßen. Ich grüße meinen Vater, die Sneakerfieber-Gruppe und meine ganzen Freunde. Super, Mann. Wie geht's dir? Gut. Gut. Ja. Auch gut, Mann. Bist du aufgeregt? Geht. Nee, geht. Du brauchst ja aufgeregt zu sein. Alles gut. Elias. Elias. Elias, coole Schuhe. Was sind das für Schuhe? Balenciaga Speed Trainer. Was zahlt man für sowas? 565. 565. Deine Jeans? 70. 70. Dein Pullover? 270. 270. Okay, hast du noch irgendwas an? Armband. Auch nochmal 70. Dann Gürtel. Gürtel von Off-White. Aus London für umgerechnet ca. 300. 300, okay. Wenn die Ketten rausgehauen. Auch so, das kostet ca. 100. Ca. 100. Okay, das ist ja schon viel Geld. Wie alt bist du? 17. 17, oh, okay. Kann man sich sowas leisten, wenn man 17 ist? Ausbildung. Ausbildung. Oh, er macht auch als was? Verwaltungsfachangestellte. Verwaltungsfachangestellte. Und die Mama hilft mit, ne? Ja. Ja, okay. Danke, Mann. Willst du mich deine Mama lieber auch grüßen? Ja, Grüße an meine Mutter und an meine ganzen Kollegen. Yo, Bro. Was geht? Wie lange ist es her, nachdem du warst du in Berlin auch in meinem Video? Ich glaube nicht, aber du warst bei uns zwei bei den Teams unterwegs. Ja. Ja, Bro, geiles Outfit, so richtig geil sommerlich, feier ich. Sommerlich, ja. Fang ich mal bei deinen Schuhen an, Digga. Das ist der Air Force, Nike X Off-White für 650 von GOAT geholt. Okay. Die Hose und das T-Shirt, beides von LFDY bekommen. Die Hose kostet, glaube ich, 75 und das T-Shirt 45. Du hast noch Socken, hast du schon gesagt? Supreme Socken, glaube ich, 15 Euro und so. Okay, geil. Und Digga, deine Uhr? Eine Rolex Datejust, eine 41 Chronometer. Wie viel kostet sowas? 45 habe ich. 45.000? Einmal zeigen nochmal. Krass. Ganz, ganz krass. Wie kannst du dir sowas leisten, Bro? Ah, deine Cap. Ach, mein Cap. 100 aus dem KDW. Ja. Ja, geil. Deine Uhr. Wie kann man sich sowas leisten? Ich will sowas auch. Ich bin ehrlich, ein bisschen Mama und Papa natürlich, aber ohne Fleiß kein Preis, also auch selber Geld hineingeschickt. Einmal kurz abnehmen, ich glaube, das Motto steht hinter. Komm zu dritt. Also einmal ganz Kollegen. Kurz auf uns aufwirken, einwirken lassen. Ich sag aufwirken, einwirken. Okay, geil, Mann. Bro, willst du was in die Kamera sagen? Auf jeden Fall, wenn ihr Maha nicht abonniert, dann gibt's erstmal Stress mit mir. Fakt Nummer 1. Und auf jeden Fall, wenn ich Insta erwähnen darf, weiß er immer, Bruder. Aurel von Instagram, AVRILIV Film. Flex ist da. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten echt fresche Leute am Start. Mein Favorit war der Typ mit diesem Babe-Pullover. Mir gefällt irgendwie dieser Babe-Pullover richtig. Der kostet, meinte er, 400 Euro. Ich würde 400 Euro sogar für den wirklich bezahlen. Ich finde den übelst geil. Und ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie fandet ihr die Outfits und welches Outfit war euer Lieblingsoutfit. Und ja, ich würde mal jetzt sagen, ich verabschiede mich. Danke, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Leute, checkt mich noch auf Instagram ab, hier unten eingeblendet. Und vergesst mich nicht noch auf YouTube zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, Leute. Und ja, ich würde mal jetzt sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, meine letzten Worte an euch sind nur noch...